Wusch. Die Gotham-Universität öffnet ihre Pforten den richtig krassen Badass-Bösewichten. Hall. Wuff, wuff. Wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Und wir freuen uns heute, euch mit auf den Campus zu nehmen. Das ist ganz normal. Lernen. Genau. Achso, ich trage hier nochmal. Oh, bitte nicht, mach was? Das bitte doch, nicht. Doch, da wurde er abklatscht. Doch, doch. Was? Ich rede jetzt nur noch so. Oh, der Hulk! Was? Wo? Hier unten? Bei mir. Oh, Tatsache, lol. Wirklich, wie krass denn der Hulk nachgemacht, Mann. Sieht ja 100% wie der Hulk aus. Und er fliegt weg. Das war's mit der Akkurität. Okay, das war jetzt DC Universe. Ciao. Ich wollte heute mal heute nicht die ganze Zeit verwandelt sein, ansonsten sehe ich ja nichts vom Kostüm. Immer noch 1:1 Six aus Little Nightmares. Also bis auf dieses lilane Ding, aber das ist so. Also wenn die eben erwachsen werden würde und ein Fuchs werden würde und. Und böse. Und böse. Nein. Guck mal. Guck mal, was ich trage. Oh. Oh ja, das ist okay. Alles klar. Finde Felix Faust. Ja. Das war jetzt nicht das, was ich als erstes gedacht hatte, als ich heute Morgen aufgewacht bin, aber... Können wir machen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wer Felix Faust ist. Ich habe letztens die Folge, irgendwann Freitag, die Folge geschnitten, wo Bruno Mannheim vorkam. Da dachte ich auch wieder, warte mal. Der eine, wo Batwoman. Ach so, wow, ist ja schon wieder vergessen. Ja. Oh, der seelenlose Fürst. Oh, wow. Ja. Passt ja, die Mumie kommt hier gerade im Kino. Also vor ein paar Monaten. Ganz, ganz unerfolgreich. Aber ist ja nur der erste. Dann verdient gegen Wonder Woman. Ja, gut, Wonder Woman slayed gerade. Im Vergleich zu den anderen DC Universe Filmen. Oh, neue Waffen. Und eine Pistole für dich. Die war aber nicht so gut von den Werten. Die war eigentlich. Ach, aber Skin. Ah. Ich habe nicht dran gedacht. Was denn? Dass mir der Skin davon was bringen könnte. Ja gut, Waffenskins sind jetzt nicht so die krassesten Sachen. Ja, aber ich habe meinen trotzdem angepasst. Oh, du passt der Schaden. Ein bisschen. Ah ja, und ich habe auch meine Frisur geändert mal. Damit es so passt zum Kostüm. Oh ja, gut, das passt wirklich. Ja, das heißt, glaube ich, Schulmädchen. Also hast du schon gut gemacht. Also. Danke, du auch. Das ist ganz ehrlich gemeint. Glaub mir, Mann. Ja, alles gut. War hier eigentlich irgendwo ein Ausrufezeichen schon? Ich habe noch keins gesehen. Okay. Sonst die Angst. Du musst aufpassen. Anubis. Anubis. Der Gott des Todes? Oder? Ja, ne? Schon? Ich musste jetzt gerade wirklich überlegen. Ich meine, ich kann viel sagen über griechische Mythologie und über nordische. Aber. Oh, über ägyptische wusste ich früher mal so viel. Ägyptisch ist so ein ganz anderes Thema. Oh, cool. Aber mein meistes Götterwissen kam früher immer aus Age of Mythology. Ja, Ra, Isis und keine Ahnung und. Und so, ja, ich. Im freien Modus einfach immer ein Osiris gespawnt und dann. Dann ging's schon. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Achso, du bist beim Ausrufezeichen, bist du am Punkt. Ja, ich kämpfe gerade. Ja, als ob es ist. Warum bin ich überhaupt in den Heiler-Modus gegangen?
Ich habe gerade gekämpft. Voll krass. Mhm. Gegen einen Erzmann-Garten. Mhm. Ja. Der hat dich die ganze Zeit umgekickt. Nein. Mhm. Ich zerstöre Ausstellungsgegenstände, weil ich mich damit nicht auskenne. Oh, den kann ich aber nicht zerstören. Anubis. Müssen wir die zerstören für irgendein Achievement? Für irgendein Quest? Nee. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, wir hätten eine optionale Quest, haben wir übersehen, wo wir die zerstören müssen wahrscheinlich. Und wir sind nicht durch. Warum bist du so... Oh, wir haben richtig fashion Zauber um uns. Oh. Die Mumie! Nach Felix gucken. Die Mumie! Und die ist ja männlich. Nicht wie so ein Film. Sondern eher wie im Originalfilm. Was? Das ist eine Neuauflage? Vielleicht kommt hier gleich auch The Rock. Als der Wolfsmensch. Nee, als schlechte CGI-Person. Na gut, das wäre hier gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass hier schlechtes CGI wäre. Oh, krass. Ich glaube, ich skill wieder in Angriff. Um, guck mal, du hast Blitze durch meinen Skill. Oh ja. Ich habe aber keine Ahnung, was... Skill? Ich weiß aber nicht mehr, was der macht. Oh Gott! Oh! Oh, I. Ah, da schrei ich doch gleich bei den ganzen Insekten. Oh Mann. Das sind interessante Gegner. Ja, mal was anderes. Hab nicht damit gerechnet. Und auch so viele. Ich dachte am Anfang, wir machen denen keinen Schaden, weil einfach die ganzen Health Bars, die dann voll waren, über denen waren, die leer waren. Oh Gott. Ich hatte ja auch am Anfang... Noch? Ach ja, 5 Tonnen... Oh, was? Das ist, hinter mir sind ja noch welche. Hast du nicht gesehen, wie die auf dich zugekommen sind? Ich hatte gerade meine Kamera anders perspektiviert. Oha, das Ding sieht aus, als würde es gleich runtergehen. Ah ne, dann. Wir müssen wieder aufpassen, dass nicht du wieder ausgesperrt wirst. Ja. Damit ich würde drum wünschen. Schuld hast, einfach vorzurennen und... Wobei man muss sagen, wir haben nur bei Supergirl mal was, weil Giganta hatten wir ja schon davor gezeigt, weil wir wussten, dass das passieren würde. Ob wir das jetzt schon so sehr wussten, ist halt... Doch, doch. Wir hatten nämlich Bock, die Quest zweimal zu machen. Ja, auf so vielen Ebenen war das eigentlich kacke. Zweimal gemacht, ausgesperrt. Also mehr falsch hätte man da echt nicht, glaube ich, machen können. Da hätte man ja auch mal schneiden können. Also ist ja fast so schlimm, als wenn man bei Gorilla Code spielt. Oh, du bist tot! Warte, wenn man wusch. Das war... Oh, ich kann dich nicht heilen. Nein, nein! Weil die haben mich gestoppt. Oh, ey. Aber ich bin direkt hier davor. Wieder da. Aber wie wenig Zeit hat man denn, jemanden wieder zu beleben? Das 11 macht Sekunden. Überhaupt keinen Sinn. 11 Sekunden. Wenn man nach einem Kampf einen wiederbelebt, ist doch absolut nicht tragisch. Nee. Ich meine, im Kampf, klar, die Gegner greifen einen an, das kann ich verstehen. Ja, und im Kampf kannst du wiederbeleben. Das ist alles doch dumm. Ist heute wahrscheinlich wieder so ein Tag. Heute ist wieder DC dumm. DC dumm Tag. Der was ist das, Dienstag? Oh, Dienstag ist DC dumm Tag. DDD. Eine Alliteration. Wir spielen nicht TTT, wir spielen DDD. DDD. Ja, das gibt's nur hier auf dem Channel. DDD. So. Guck mal. Boah, welche Heilung du hast, Mann. Oder hast dich gerade selbst geheilt? Passiert. Hä? Hab ich? Du hast dich gerade selbst geheilt, oder? Nee. Entweder hab ich gerade dich krass geheilt und. Ich hab nichts benutzt. Also. Okay. Hast du was Gutes? Dann hab ich dich geheilt. Hab ich sicher. Ey, die Tür geht auf! Ich glaub grad. Oh shit, what's up? Ich glaub, die geht gleich wieder zu. So, ach, du hast sie bekommen, okay. Piu, piu.
Piu, piu, piu. Okay, Mumien. Aber finde ich irgendwie absurd, dass wir mitten in Gotham so ägyptische Action haben. Ich finde es einfach so toll, wie für uns das gerade trotzdem irgendwie erschreckend passend ist mit Mumie gerade so anläuft irgendwie. Und dann, wenn der... Ich glaube, ich muss die Folge hochladen, wenn dann wieder ein Remake kommt. Oha, ich glaube, bei dem Erfolg kannst du ein bisschen warten. Ja gut, das ist an sich. Es ist ja das zweite Remake des originalen Mumiens. Ja gut, und es ist eigentlich, sollte der Start des großen, wer hat das nochmal gemacht? Universal. Universal Universum, Monster Universums werden. Ja. Weil einfach, das ist das, was gerade im Kino so abläuft. Jeder will ein großes Universum bauen. Alles ist bereit. Bleib zurück, Black Adam. Den habe ich schon mal gesehen. Sieh, wie deine Liebste in unsere Welt zurückkehrt. Ach hey, wir wollen ja das nicht, dass der plötzlich... wie er gut wird, durch seine Frau. Faust, was ist das für eine Betrügerei? Sie lebt nicht! Ihr Fleisch verfault! Du musst ihr mehr von deiner Kraft geben! Ja, das ist Definitionssache. It's not a trap! Alter. Der Gatton, bist du dumm? Die Kräfte von Shazam gehören mir! Armer, erbärmlicher Black Adam! Jetzt wohl er? Oh, achso. Adam. Black Adam hat die gleichen Kräfte wie Shazam. Was hast du getan? Diese Ranken werden dich nach. Ach, guck mal, Black Adam sieht anders aus jetzt. Lol. Besiege Isis und Isis Schergen. Wacht auf. Und wir kämpfen gegen eine Zombie. Und greift an. Oh, gut, jetzt ist es wirklich fast wie die Mumie. Ja, gut, das will. Da hast du doch deine Mumienfrau. Da kannst du wieder Sachen für deinen Thumbnail missbrauchen. Ja, die jetzt gerade noch voll aktuell werden, aber wenn die Folge rauskommt, so, ach, gehen. Ja, aber echt irgendwie. Oh, ich bin eine Mumie! Ich bin die Mumie! Oh ja! Ich bin eine Mumie. Nein, ich will nicht so Mumie werden. Ich bin eine Mumie. Oh nein! Oh, ich lebe wieder. Ja, ich bin Mumie. Oh, ich kann ja echt nichts machen. Oh, die haben mein Skillset gewechselt. Mein Skillset? Ja, ich glaube, die haben aufs andere geschaltet oder sowas. Oh, geschaltet ist einfach. Ich hoffe nämlich nicht, dass es jetzt für immer so ist, weil sonst. Das ist wie wenn plötzlich irgendwie so eine Mumie in dein Zimmer reinkommt, dein Bücherregal umschmeißt. Klassiker, und ne? Passiert. Der kann's nicht. Irgendwie haben wir mehr Probleme mit den Schergen von Isis als mit Isis. So. Vor allem machen die ja nicht. Wir haben die sehr gleichmäßig kaputt gehauen, das ist halt auch ein Problem gewesen. Ach komm, dann hau ich mal bei dem einen mit, dass der erstmal down ist. Dann machen wir ganz zum Schluss noch Taktik, wo es auch wieder schon egal ist. Ach ja, und Isis hat noch keinen Schaden von uns bekommen. Weil die auch nichts gemacht hat. So, Bienen, Pipipipi. Kiki, ich bin ein Kiefer. Du brauchst Heilung. Ja. Pau, pau. Pau, pau. Sind eigentlich nicht deine Fernkampfangriffe stärker als deine Nahkampfangriffe? Wach auf, wenn du ja ein Fernkämpfer bist? Theoretisch, weil... ja, kann sein, weil meine Nahkampfangriffe sind ja mit meiner Gedankenkraftfähigkeit verbunden, irgendwie. Okay. Aber theoretisch müsste die Waffe stärker sein. Ich weiß es aber nicht. Aber das ist ein guter Punkt. Ja, ne? Kürze, kürze.
Nein, sie versperren den Weg zum grünen Ausrufezeichen. Ja, aber echt. Sammelst du das jetzt auf? Nein! Ah, oh, dummes Fliegen! Dummes Fliegen! Oh, ich hab 5 von 6. Wir haben auch wieder... Was? 5 von 6? Du auch, oder? Nein, 4 von 6. Nein! Okay. Wie kann das denn angehen? Keine Sorge, ich glaub... Früher warst du immer der, der es verpasst hat. Und jetzt ich. Ja, ich doch auch. Gut, du hast noch mehr verpasst. Das macht es noch viel schlimmer. Ja, aber ich habe jetzt die letzten Male immer ein mehr, ein verpasst als du. Und davor warst du immer überrascht, warum ich alle hab. Was ist das denn? Das ist live. Nein, ich will nicht, dass das live ist. Ach, guck mal, hinter uns ist die Tür übrigens zu. Oh, hä, was? Die ist größer geworden. Was ist los, Isis? Sie will jetzt einer der Big Player werden. Komm, ich schieß einfach von der Nähe. Ja, wir müssen wieder ihre Ads platt machen. Oh. Nein. Ich werde den Kopf meinem Schatz zum Geschenk machen. Oh, okay. Gut, die tun mich zwar die ganze Zeit irgendwie nach hinten schucken, aber ich schieße halt weiter, ne? Ja, ja, ne? Das Konzept geht irgendwie nicht ganz auf, Isis. Die ist ganz schön mies, ist, ne? Der Wüstensand soll dein Grab sein. Nein. Gut, das war dieses. Ungeziefer. Ja. Du bist auf dieser Erde, um für die Götter zu sterben. Ich finde schön, dass man eine Auswahl hat und dann doch keine Auswahl. Nee, es sind zwei verschiedene Items. Nee, bei mir gerade nicht gewesen. Herr Harnisch und. Bei mir stand bei beiden Umhang. Okay. Ich bin ein böser Mensch. Nein! Meine Wut hat ganze Städte vernichtet. Was ist passiert? Freund wie Feind zu Asche verbrannt. Ich sag's gleich nach der Zwischensequenz. Doch als Isis in mein Leben trat, wurde alles anders. Das passt! Sie war Güte, Liebe. Das nicht. Hoffnung. Sie brachte Kandak zum Blühen. Nein! Bis sie mir genommen wurde. Doch nicht mal der Tod wird uns getrennt halten. Mögen sich die Götter derer erbarmen, die mir dabei im Weg stehen. Denn Black Adam wird sie verbrennen. Nein! Nein, fast! Ganz am Anfang, als er sagte, ich bin ein böser Mann, stand und ich bin ein böser Mann und er, ich bin ein böser und ich, ja, ja, es passt, Mensch. Also, einfach so, nein. Ganz knapp. Wir versuchen es gar nicht erst. Jetzt würden sie es mit Absicht machen. Hui, ich habe ein T-Shirt an. Ich will eigentlich nur wissen, was es sieht echt nicht gut aus. Nee. Ich will wissen, was ich gerade bekommen habe. Oh, das ist nett, aber das ist es nicht. Oh, hip. Oh, das ist auch cool. Aber das ist auch nicht das. Was habe ich gerade überhaupt bekommen? Ah ja, das ist cool. Was habe ich gerade... Egal. Ist mir egal, was ich gerade bekommen habe. Ich bleib beim Trenchy. Ja, ja, ich auch. Ach, Gotham betreten, stimmt ja. Da waren wir. Oh, aus dem alten Ägypten wieder Sackbuch und Gotham, weil wir wissen ja, dass Gotham in Amerika, da aber auch Ägypten. Ach hey, eine Weltreise. Weißt du, also so funktionieren Museen. Pinhead ein ganzes Lattes. Ja, dadurch kriegt alles ein ganz anderes Licht. Guten Gotham könnte echt jemand irgendwie absolut viel Geld haben und einfach so ein Ding kaufen und sagen, ja, nee, ich möchte, dass es da ist. ich zahle Geld dafür. Bruce Wayne unterstützt das nicht, aber ich.
frage ich mal, was wir jetzt wohl machen müssen. Ich muss mein Skillset umändern. Spannend. Wurde es kaputt gemacht oder was? Ja, irgendwie ist es ganz anders jetzt. Ich habe aber keine Ahnung. Klick mal auf T. Nee, das ist mal anderes. Okay, ist das echt kaputt gegangen? Das hat sich echt geändert. Das ist natürlich dumm. Ja gut, das ist ganz schnell gemacht. Ist noch nicht so spannend. Aber dann kann ich auch gleich meinen neuen Skill zeigen, den ich jetzt mit Level 29 habe. Nice. So, dann kommt der Schrei hier hin. Nein! Was ist passiert? Freu dich auf die nächste Questabgabe. Und hör Nein. mal genau hin. Nein! Okay. Indem der Mokille bei fantastischer Geschwindigkeit übrigens so ist, Angriffe durch sie durchdringen. Ey, das Spiel ist so kaputt. Warte. Bist du erkältet? Nein, ich habe mich auch nur Pollenallergie. Oh nein. Dann ist ja noch Sommer. Ja, das ist so krass. Was? Und da gibt's hier noch Schnee? Weihnachten steht vor der Tür. Oh, wow, nee, ich. Oh. Wenn das so weitergeht, steht jemand echt Weihnachten vor der Tür. So, ich habe jetzt ein anderes Skillset und das ist nochmal ganz anders als das, was ich davor hatte. Und ich hoffe, ich werde damit umgehen können.